Komm schon! Au. 6. Bam. Oh, das ist jetzt eine besondere Gegend. Boom! Hör zu, keine Fischbier. Noch ein letztes Rätsel und du kannst dort ab. Und noch ein bisschen mehr. Wie kannst du dich daran? Ah, diese Lache ist so geil. Er ist so ein behinderter Bösewicht, aber er ist mein Lieblingsbösewicht. Tja, und was machen wir, wenn Pfeile dahin zeigen, wo wir hin sollen? Wir gehen woanders hin. Ach, egal, ich folge mal den Pfeilen. Batarang. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Hi. Du verrückte Bitch. Gut, wir dürfen uns nicht von den Wachen erwischen lassen. Wenn, dann vorbeischleichen oder leise ausschalten. Weil sonst schießt Harley den alten Knagger. Deswegen ganz Batman-like, ruhig und gelassen. 5 Gegner geortet, yo. Geile Scheiße, ey. Und jetzt da runter. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Hör zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch so knapp. Ich wäre fast reingerannt. Wenn es soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Okay, ganz leise, Batman-like. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Mr. J wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Puh. Oh, schnell, bevor du das sieht. Oh, wow, das war knapp. Ich will hier alle fast so viele wie möglich erledigen. Und da vorne ist eine Riddle-Trophäe, die hole ich mir jetzt gleich. Ja, jetzt ist nur noch sie da. Die Gegner sind erledigt. Also dann los. Jetzt können wir auch rennen, weil sie, glaube ich, sieht uns gar nicht. Ich mach trotzdem mal schleichmäßig. Weißt du, du solltest endlich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Du wirst geschnappt, ja. Geschnappt und weggeschossen. Er ist auch alt. Nur so zur Info. Tür öffnen. Das ist eine Bicker. Oh. Denk dran, wenn jemand auch noch glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Jo. Noch eine Riddler-Trophäe.
Jetzt sind wir über. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert. Bam, you. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Na, sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Jetzt bin ich aber interessiert davor. Vorne hat man nämlich gerade jemanden hängen sehen. Da war doch eine Charakterbiografie. Also sein Gespräch. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Oh ja. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los. Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Oh ja, jetzt geht's ab. Au, Mann. Gordon, lauf! Oh. Jetzt kommt Bane. Also, da wird Batman im Vergleich zu dem ja wie ein magerer kleiner Knilch. Oh ja. Oh, verdammt, falsch! Falsches Equipment, what the fuck. Aber es ist ungefähr der gleiche Prozess wie bei den ersten Monster. Einfach nur Batarang drauf und zuschlagen. Aber das war unfair. Okay, das war dumm. Das war sehr dumm. Nimm das auf die leichte Schulter. Ich nehme das viel zu auf die leichte Schulter. Oh, das ist uncool, Bane. Oh, und weg. Und rauf auf seinen Rücken. Und den Schlauch rausgerissen. Das müssen wir noch dreimal machen. Müsste aber nicht so einfach sein. Und jetzt ist er so sadistisch und schickt auch noch seine Arschlöcher herein. Aber die werden Gott sei Dank auch von Bane attackiert. Die Idioten. Ich knüll dich wie Papier zusammen. Hilfe! Nein! Ah, geh mir aus dem Weg, du Arschloch! Geh mir aus dem Weg! Hallo? Hallo? Die blocken mich, die Witzeln? Die Fledermaus ist am Ende! Aua! Das war aber nicht so abgemacht. Okay, nochmal von vorne. Das ist noch besser. Boah, das war krass. Zeitlupenmäßig. Au, weg. Hallo, rennst du vielleicht? Oh Gott, ich komme heute gar nicht mit der Schule. Du wirst mir nicht wieder entkommen, alter Feind. Und jetzt. Von der Eier gehaut und. Schlauch. Okay, nochmal. Mal im Ernst. Ist das alles, was du drauf hast, Bill? Lass mich dir helfen. Oh, schau mal drauf.
Ich muss ja leider mal mich um den wichtigen großen. Haha! War voll reingesprungen, das war unnötig. Ah, die helfen auch nicht viel. Hallo, ein bisschen überfordert, ein bisschen. Nichts ist zu viel für Batman. Hallo, kannst du mal angreifen? Boah, voll durch die Menge. Auf meinem wunderschönen Gesicht, nein. Idiot. Ich renne einfach weg. Vorsicht, Jungs. Nur so. Greif an! Boah, das ist zu knapp gewesen. Oh ja, aber es. Und yes, der letzte Schlauch. Rausgerissen. Noch ein bisschen Gegner vom Möbeln. Tja. Raus aus dem Gully. Und hallo, schöne neue Welt. Obwohl. Batman-Welt halt. Yeah, Batmobile. Woher kommst du jetzt auf einmal her? Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als er dich umgewirbelt hat. Na, toll, dass du mir geholfen hast. Ich muss dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ja, sicher. Da ist Bane. Nochmal. Ich hab gerade den haben wir getötet. Aber doch nicht. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Warum denn? Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Oh, oh. Don't start the Batmobile, bitch. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Jo. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das macht doch nichts. Ich bin gut im... Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Hast du gehört? Ben hat Dr. Young Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Dum, dum, dum. Ungefähr so kam mir das gerade vor. Und jetzt sind wir am Oracle, Meer. Geh die Computer der Stadt durch. Und Fledermäuse. Suche alles über Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Jo, und glaubst du, dass halt. Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham Nord zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Jo, aber das macht... Ah, wenn man ein Upgrade hat, kann man das... Okay. Schauen wir mal, was wir da haben. Oh, das ist gut. Das machen wir gleich. Panzer-Upgrade, Version 1. Das hätte ich ja vorher gut gebrauchen können. Also gut, da haben wir noch einen Strich dazu. Können wir schwimmen gehen? Cool, wir können schwimmen gehen, aber nicht unbedingt gut. Guck mal, weil es so lustig war. Blub. So, und mit dem nächsten Bauchplatscher verabschiede ich euch. Schaut euch das nächste Mal wieder an. Batman Arkham Asylum von Real Shadow 77. Das bin ich. Für euch. Tschüss.